Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der Mercedes-Benz Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Hier ist die Aufstellung des VfB Stuttgart. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie Sie das umsetzen. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Und auch bei Ihnen sehen wir ein 3-4-3. Schon spannend, dass hier beide in der gleichen Formation antreten. Da könnte es dann auf die individuelle Klasse der Spieler ankommen, wenn sich die Teams da taktisch wirklich nichts nehmen. Tolles Stadion, Buschi, und tolle Fans. Erleben wir hier ja immer wieder. Die unterstützen ihre Jungs einfach, wo es nur geht. Das ist ein Riesenspektakel. Und jetzt geht's los. Waldemar Anton. Aurel Mangala. Aurel Mangala. Den spielt er wieder zurück. Aurel Mangala. Waldemar Anton. Aurel Mangala. Läuft der Ball sehr gut. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Aurel Mangala. Wieder so ein klasse Pass. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Vincenzo Grifo. Kann er was draus machen? Grifo! Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1-0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 32. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Aurel Mangala.
Das könnte was werden. Ja, geht gut dazwischen. Dominik Heinz. Pass auf die Außenbahn. Günther. Höfler. Roland Salai. Sieht gefährlich aus. Höfler. Ermedin Demirovic. Da erobert er den Ball. Guter Spielaufbau. Aurel Mangala. Klasse Pass. Und das ist der Ballverlust. Jonathan Schmid. Sieht vielversprechend aus. Ermedin Demirovic. Höfler. Vincenzo Grifo. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Ermedin Demirovic. Da haben sie jetzt den Ball. Ballverlust. Höfler. Roland Salai. Höfler. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Griffo. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Stuttgart hat natürlich in dieser Partie bislang die besseren Ballbesitzzahlen. Aber wo bleiben die Chancen? Sie schaffen es nicht, sich Möglichkeiten zu erarbeiten und dann darfst du dich über einen Rückstand nicht wundern. Was macht er draus? Geht dazwischen und hat den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Höfler. Dominik Heinz. Jonathan Schmid. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Höfler. Da geht er dazwischen. Sosa. Stimmt den Ball da super. Das könnte gefährlich werden. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient.
Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Das waren da doch zu viele Pässe. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Roland Salai. Jonathan Schmid. Gefährlich! Höfler. Wird das eine Torchance? Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Ermedin Demirovic. Vielleicht die Führung jetzt. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Hier ist noch alles drin. SC Freiburg, die Nummer 32, Vincenzo Grifo. Aurel Mangala. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Schöner Spielaufbau. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Sie müssen schneller den Abschluss suchen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Grifo. Guter Vorstoß. Kann was werden. Höfler. Vincenzo Grifo. Guter Zweikampf. Jetzt können sie vielleicht kontern. Aurel Mangala. Klasse Zuspiel. Er spielt den Steilpass. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Die Nummer 20. Ballverlust. Schöner Pass. Die Gelegenheit. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Die Ecke kommt rein. Ja, das sah also gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Die Gäste werden wechseln. Jonathan Schmid.
Philipp Lienhardt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jonathan Schmid. Und Ballverlust. Ball läuft jetzt natürlich hervorragend. Kempf. Aurel Mangala. Nur noch wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Chance zum Konter jetzt. Oh, toller Pass, gute Aktion. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Sosa. Aurel Mangala. Das könnte gefährlich werden. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Günther. Dominik Heinz. Höfler. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Roland Salai. Hier könnte es jetzt noch mal gefährlich werden. Vincenzo Grifo. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, wichtiges Tor. Die Gäste gehen in Führung in dieser Schlussphase. Jetzt bekommen wir natürlich noch mal ein ganz anderes Spiel hier in diesem Derby. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, jetzt steht es hier fest, für die Gastgeber gibt es heute die Derby-Niederlage. Dieses Spiel ist ihnen aber gründlich missraten. Boah, das Spiel tut weh, man sieht es auch an den Reaktionen. Und da ist egal, wenn es am Ende nur eine unglückliche, knappe Niederlage war, Derby ist Derby. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Und jetzt geht's los. Vincenzo Grifo. Kann er was draus machen? Grifo! Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1:0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Schirmt den Ball da super. Das könnte gefährlich werden. Ermedin Demirovic. Vielleicht die Führung jetzt. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Er spielt den Steilpass.
ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Schöner Pass. Die Gelegenheit. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Vincenzo Grifo. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, wichtiges Tor. Die Gäste gehen in Führung in dieser Schlussphase. Jetzt bekommen wir natürlich noch mal...